Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Wir sind ja in der Höhle und wir sollten nach dem Runensymbol suchen. Sebastian, ich würde mal sagen, wir machen uns unsichtbar. Dann schleichen wir uns an. Und weh, du verrätst Jetzt uns, sind dann wir gibt's Ärger. wohl oder übel drin. Muss mich nur leicht einschleichen. Dann erwische ich nicht beide. Diese Mine gleicht einer Gruft. Sie wurde nach Unfallberichten geschlossen. Jetzt verstehe ich warum. Revelio. Da hinten ist was. Na, ob ich da auch überspringen kann? Ja, kann ich. Na, Sebastian, wie fandest du das? Keine Argumente? Hätte ich mir gedacht. Doch nichts anderes erwartet von dir. Da bist du sprachlos. Da sind keine Kobolde in den Netzen. Die sind sogar für Spinnen zu ekelhaft. Oh Gott, ich möchte nicht mit Spinnen kämpfen. Oh boy. Schön, du bist leise. Und weg mit dir. Halleluja. Zu viele. Hier muss es etwas geben, das sie unbedingt haben wollen. Bisschen Konzentration und Kämpfe und ich hab's überlebt. Revelio. Hier gibt's scheinbar einen Schatz. Protego. Das ist dieser Vorsprung ist wirklich hoch. Vorschläge? Ja, habe ich in der Tat. Das ist ein Schatz, das hole ich mir. Bombarde. Incendio. Womit habe ich das verstanden? Gerammtes Porträt. Ja, du wolltest doch hier rein. Hier muss doch was sein, das uns helfen kann. Ja, tut es auch. Ich muss nur kurz was machen. Wo ist der Leviosa-Zauber? Das ist der Leviosa-Zauber. Immer mit der Ruhe, Sebastian. Kein Wunder, dass Leute sich vor Spinnen gruseln. Vielleicht sind es die haarigen Beine, die seelenlosen Augen, die giftigen Fänge. Alles Hör ganz auf. Reizende Eigenschaften. Ich muss da lang, also gehe ich erstmal hier lang. Und wenn ich da runterfalle, bin ich tot. Was war das? Das hat sich nicht gut angehört. Und es geht abwärts.
Hallöchen. Hätte eine Treppe beschwören sollen. Warum hast du das nicht gemacht? Wie, du lässt mich alleine, dann gibt's Ärger. Das sieht so aus, als müsste das repariert werden, deswegen... Hey, Sebastian, wie best mit der Runde schwimmen? Nee, du erzeugst mich. Okay, genug geschwommen. Aus hier. Warum bist du ist aber getaucht? Fragen wir mal. Womit habe ich das verdient? Da runtergeguckt hast. Deswegen hast du das verdient. Na komm hoch. Aber jetzt kommt eine Spinne. Es ist schon sehr verdächtig, dass keine Spinne aufgetaucht ist, bis jetzt gerade. Ja, hallo, Spinnchen. Doch ohne Probleme. Ja, die Kobold haben so nicht überlebt. Sind sie aber auch selber schuld. Warum kriegen wir so viele Tränke hinterhergeschmissen? Will nicht. Wir werden schnell mit ihnen fertig. Professor Hackett wäre stolz. In der Tat. Renrocks Anhänger haben praktisch den Krieg erklärt. Ja. Stimmt schon. Hier ist ein Schatz. Lumos. Hier müsste der Schatz sein. Gut. Mittelgroßer Tisch. Ich will ja sagen, wie passt da ein Tisch rein, aber andererseits... Gehen wir hier von Harry Potter, also daher. Es ist magisch. Womit habe ich das verdient? Willst du das jetzt mal sagen? Du willst mitkommen. Lumos. Incendio! Bombarde! Ich glaube mir zu lange. Bitte keine Spinnen. Rebellion! Ich 1, Spinne 0. Hallo? Wir haben noch nicht eine Rune gesehen. Ich glaube, die Runen sind im Moment unser geringstes Problem. Definitiv. Was für eine unliebsame Ablenkung. Gib's so, du willst einfach nur ein Einzelner.
Der nächste Kampf steht uns bevor. Oh Gott. Warum bin ich nicht überrascht? Deswegen gab es so viele Schmerzen. Weiß ich nicht. Klein Slytherin. Ah, und hier haben wir wohl die berühmte Hufflepuff-Treue. Was hätte der eigentlich gesagt, wenn wir Mr. Frank gewesen wären? Ich glaube, das ist ein lustiger Bug. Gut. Jetzt können wir uns endlich in Ruhe umsehen. Revelio. Ja, es sind Runen. Bombarda. Incendio. Womit habe ich das verdient? Ein Runensymbol. Über der Höhlentür. Renrocks Anhänger haben es nicht erkannt. Bombarda! Incendio! Bombarda! Contrinco! Warte, gibt's hier irgendwas, was ich hier anzaubern kann? Revelio! Da hinten, okay. Accio! Würde mich nicht wundern, wenn wir... Contrinco! Hier sind ja auch hohe Symbole, aber ich muss erstmal eine unsichtbare Wand gegenlaufen. So unerwartet jetzt nun auch nicht. Erforsche die Kammer. Revelio. Da ist schon mal eine Truhe. Sebastian, ich habe was gefunden. Ein Stück Leinwand. Großartig. Unsere Mühen waren doch nicht vergeblich. Trotzdem,
Irgendwas an diesem Ort ist komisch. Mr. Doras Tagebucheintrag, 3 von 7. Wie von einem regnerischen Schleier befreit, kehrte die Welt zu mir zurück. Wie lange war ich bewusstlos gewesen? Ich kann mich nur an seine Augen erinnern. Leer. Ja, leer vor Trauer, aber auch. Ich entsinne mich, dass ich eine gewisse Euphorie verspürte, als der Schmerz verging. Aber dann begann sich alles zu drehen. Ich muss mir den Kopf verletzt haben, als ich fiel. Ich kann weder eine Wunde ertasten, noch eine sehen, aber der Schmerz ist beispiellos. Ich kann nur hoffen, dass es nicht der schwarze Tod ist. Wenigstens hat er keine Schmerzen mehr. Revelio. Ein Tagebucheintrag von Isadora. Hoffentlich hilft er uns, dieses Rätsel weiter zu entwirren. Die nach Sebastian. Wenn uns das Tryptychon zu dieser Leinwand geführt hat, können wir wohl annehmen, dass Isadora Morgannock hier war. Sie scheint überall gewesen zu sein. Aber wenn sie die Krypta und den Keller unter dem Anwesen in Feldcroft genutzt hat, wieso sollte sie dann diesen Ort erschaffen? Und warum alles hinter kryptischen Runen verstecken? Und hinter alter Magie, die niemand außer dir sieht? Isadora und Percival Rackham, ein weiterer Hüter, konnten ebenfalls Spuren alter Magie sehen. Rackham? Der Name sagt mir nichts. Ich sah ein paar seiner Erinnerungen. Ich glaube nicht, dass er und Isadora sich über die Nutzung dieser Magie einig waren. Alles ganz schön verwirrend. Bringen wir die Leinwand zurück zum Triptychon. Vielleicht finden wir dort Antworten. Dieser Ort ist wirklich seltsam, aber auch überaus faszinierend. Gut, und jetzt raus hier und zurück nach Hogwarts. Es sei denn, wir finden einen anderen Weg zur Krypta. Sehen wir uns doch mal um. Dann sehen wir uns mal um. Revelio. Sonst gibt es hier nichts mehr, ne? Aber nicht. Dann auf zur Krypta. Dann haben wir die Quest auch abgeschlossen. Das ist der Moment der Wahrheit. Es muss passen. Platziere das Porträt im Tryptychon. Bitte sag, dass du den Ort auf dieser Leinwand wiedererkennst. Die gute Nachricht ist, ja, in der Tat. Und die schlechte? Es bedeutet noch mehr Ärger. Oh. Sag mir, wo ist es? Ich kenne diese Küste. Ranrock hat dort eine große Mine samt Umgebung eingenommen. Morrowind leidet stark darunter. Dort ist es jetzt so schlimm wie in Feldcroft. Wollen wir jetzt dorthin? Lass uns warten. Wieso? Die ganze Zeit hinken wir Ranrock einen Schritt hinterher. Ich kenne jemanden, der uns helfen könnte. Und wen? Ein Kobold namens Lodgok. Ein wohlgesinnter Kobold. Er steht nicht auf Ranrocks Seite. Ein freundlicher Kobold? Kobolde haben meine Schwester zum Schweigen verflucht, damit sie gesehen, aber nicht gehört wird. Ja. Aber nicht alle Kobolde. Nicht alle Kobolde? Hast du Feldcroft schon vergessen? Hast du die Mine vergessen, in der wir gerade waren? Nein, Sebastian, habe ich nicht. Du hörst mir nicht zu. Warum sollte ich auf jemanden so Ignorantes hören? Bitte was? Bitte was? Freundchen? Damit bist du völlig an der falschen Adresse gelandet. Vielleicht hatte dein Onkel recht. Du weißt nicht, wann Schluss ist. Oh, ich weiß genau, wann's reicht. Unglaublich. So. Schlimm. Ich hoffe, Professor Fitz... Meine nächste Besenaufrüstung wird noch beeindruckender als die letzte. Kommen Sie schnell bei Spindwitches vorbei. Okay. Mach ich. Glaube ich. Ich mit dem Porträt vom Professor Nime Fitzgerald in der Kartenkammer. Oh, kann man machen. Wenn wir nicht wieder so viele Nebenquests haben, die wir in der nächsten Folge alle machen werden. Gut, und dann würde ich mal sagen, was haben wir denn hier? Geoduell ist ja kein Problem.
Ende gut, alles gut. Ein Hufflepuff-Schülerin im Astronomieflügel wirkt irgendwie aufgewühlt. Vielleicht kann ich helfen. Nicht helfen, genau. Der Himmel ist die Grenze. Okay, stimmt, genau, das war das hier. Jetzt habe ich das schon markiert, dann können wir da in der nächsten Folge weitermachen. Und dann reise ich auch schon mal direkt dorthin. Dann sage ich jetzt aber an dieser Stelle, kürzere Folge als sonst, Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Hogwarts Legacy. Ja, bis dahin, tschüdelü. Ich freue mich darin vorzukommen. Ja, mal schauen. Ob du darin vorkommst oder nicht. Bis dahin, tschüdelü.